Reisende reisen selten bis Elba. Man macht es euch halt selber. Hallo, mein Name. Ja, das Lies ist doof. Scheiße, ich bin doof. Und zwar, ich habe wieder ein paar Bäckle gekriegt. Eine NBN-Lieferung. Hier ist oben. Was haben wir noch? Hier ist Adresse. Das ist Upside. Okay. Und nochmal groß NBN. Und zwar vom Mischa. Ich weiß, was hatte ich denn bestellt? Irgendwas hatte ich gesagt, könnte ich gebrauchen. Ich glaube, das muss ich rausschnippeln. Ja, warte, glaube ich, nochmal deine Adresse. Das war das Bäckle, über was wir, glaube ich, geredet haben, was du mir mal schicken wolltest. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist denn in dem Rest hier? Guck mal, ich habe doch gar nichts bestellt. Ach, das sind Kartons und Einpackmaterial, Digga, hier. Ah, super, ja, das sind alles kleine Kartons und so Zeug. Ah, siehst du, Micha hat schon wieder vergessen. Vielen lieben Dank auf jeden Fall. Ihr wisst ja, wir haben ja viele Sachen. Hast du es einparfümiert? Da hast du eingedieselt, Junge. Da trieche ich doch. Wir senden ja viele Pakete hin und her und diese Klebenbäckle, da ist echt Mangelware. Ne? Also die sind, wird wahrscheinlich auch nicht lange dauern, bis die weg sind. Darum ging es eigentlich. Ne? Ich sehe gerade, das ist sogar ein Brief, den der Micha mal gekriegt hat vom MBN irgendwie und jetzt so weitergeschickt hat. So, ich habe mir jetzt oben aufgeschnitten. Oh, das ist einiges. Nein, schon wieder Leckerlis. Ah, guck hier, von den die LEDs. Hat der Micha sich eine Lampe gebastelt. Habe ich gesagt, Mensch, wenn du da nochmal einen übrig hast. Der gute Schraubenzieher MBN mit dem allseits bekannten. Ist es unser MBN-Symbol? Ah ja, das ist ja unsere startende Rakete, ne? Ja, oh nein, Leckerli! Ja, vielen lieben Dank schon mal. Ja, ich habe mir ein bisschen verhunzt. Micha war dabei, weil wir jetzt noch ein. Okay. Reptilien Overlords Penis. Also sind nochmal die Angaben von den LEDs, dass ich da. Ja, vielen lieben Dank auf jeden Fall schon mal. Und wie es der Zufall so will. Habe ich noch ein Paket gekriegt und zwar vom lieben Rudolf. Er hat mein Video gesehen. Also vielen lieben Dank schon mal, Micha. Auch für die Kartons natürlich, ne, dass du die gesammelt hast. Der hat mein Video gesehen, dass meine Kamera kaputt ist. Hat aber leider nicht das Video gesehen, dass ich es wieder repariert habe. Ne? Oder geht mir an, ist ja egal. Auf jeden Fall hat er halt Kontakt mit mir aufgenommen und hat gesagt, Mensch, ich gebe das so zu, dass er das niemals aufkriegt. Hast du gut gemacht. So blöd, das aufzumachen. Ich rub's jetzt auf hier, leck mich am Arsch. Ah ne, ich brauch den Karton, scheiße. Also so Schuhkartons ist das auch, ne? Und zwar hat er dann gesagt, er hat noch eine Kamera rumliegen. Ich weiß es gar nicht mehr, eine Sony, glaube ich, oder irgendwas. Wir gucken jetzt mal rein. Guck mal, sogar mit Tasche. Ja, moin. Ne? Bisschen staubig. Macht aber nichts. Die lag ja auch ein bisschen unbenutzt rum, sage ich mal. Dann holen wir die mal raus. Ah! Ach, ich dachte jetzt schon, du hast hier Eisen eingetan, Junge. Oh. Ach, schön, hat sie noch mal ein bisschen eingedügelt, dass sie nicht kaputt geht. Ui, so kann ich doch kloppern, Digga. Was? HDD? Lol. Carl Zeiss Ding? 6 GB, 22 Stunden Recording? Okay. Mit Carl Zeiss Objektiv 20 mal digital. Naja, Sag mal, was ist das für Anschlüsse hat, Alter? Der hat ja mehr wie meine. Cover? Achso, das ist ja noch manuell. Okay, geht aber nicht mehr. Ja. Und zwar hat er gesagt, hier, die kannst du kriegen. Ich brauch's nicht mehr. Ich habe dann gesagt, oh nö, ich habe ja meine. Ach nee, diese Quatsch, das ist die Klappe hier. Meine ja wieder hingekriegt. Und hat er trotzdem gesagt, hier, wenn du haben willst, dann nimm sie, hast du noch eine als Ersatz. Ne? Ich werde die mal ausprobieren. Weil ein paar, es ist glaube ich noch eine Kleinigkeit. Warte mal, ich gucke jetzt mal, was hier noch drin ist. Hier ist noch irgendwie eine Docking. Achso, das ist die Ladestation oder was? Diskbirn, ja moin. Das ist Component Out, AV Out, DC In. Hast du das Kabel hier mit dazu oder was? Nee.
Doch, hier ist irgendwas. Nee, ist noch ein Akku. Ja, okay. Auf jeden Fall eine Kamera hier mit Dings. Da müsste man mal. Ist das 5 Volt oder was? 7,2. Da braucht man den Anschluss hier. Falco! Was ist denn das denn? Das sind 3 Kontakte. Gut, im Notfall machen wir das Ding auf und löten ein Kabel rein. Hab schon mal ein Ersatzding, ich werde mal ausprobieren. Und er hat mich dann gebeten, auf der Kamera sind wohl noch ein paar Bilder von seinen, irgendwelche Bilder oder Videos. Die hat er mich gefragt, ob ich die mal sichern könnte. Das wird natürlich in dem Zuge gemacht. Ich vermute mal, dass die Akkus tot sind. Aber lustigerweise, guck doch mal, ich habe hier von meiner Panasonic. Ist ein bisschen anders. Aber im Grunde genommen ist dasselbe Müll, ne? Sogar ein bisschen größer. Na gut, mal gucken. Ich sehe mal zu, dass ich die wieder hinkriege, ne? Und die Videos und die Bilder oder was auch immer drauf ist, das schicke ich dir dann, wenn ich es hinkriege. Ne? Wenn nicht, muss man es halt zerlegen. Und wenn da eine Festplatte drin ist, die Festplatte dann halt extern auslesen. Die hat wohl selber gar kein Ladekabel hier oder was? HDMI, Mic, Dings. Component out, AV out. Also ich sehe jetzt hier doch hier DC in. Das ist wieder der komische Stecker, guck mal. Ein dreipoliger Stecker. Hat jemand so ein Ding zufällig? Remote? Hat sogar Remote Control. Was ist das? Na gut. Ha, jetzt kann er noch hochklappen. Okay, naja, wisst ihr auch schon Bescheid, wieder den Lieferung. Vielen lieben Dank. Hashtag NBN. Und jetzt muss ich halt mal gucken hier, dass man das Ladegerät. Beziehungsweise das Kabel, ne? 7 kann man. Na gut, das kriegen wir mal sehen. Gut, alles klar. Haut rein, tschüssi, vielen lieben Dank.